finde das ein Skandal, dass das ganze Frauenthema, das ganze Thema vom Film eigentlich in keinen Schulbüchern vorkommt. Das finde ich ein Skandal und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Tiefe Zufriedenheit. Dass sie bewegt sind und dass es etwas mit den Leuten macht. Und das spürt man so aber eine gewisse Minute, weil am Anfang sind alle noch so unruhig und du merkst genau, wenn der Film plötzlich die Leute so hat. Alle. Also junge Leute sowieso, das sagt mir dann immer, irgendwie die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Ich zwinge meine Kinder auch, die jetzt 10 und 12 sind, den Film zu schauen. Anne. Ich möchte wirklich, dass möglichst viele Frauen wie Männer den Film schauen. Von 12 bis 99 allen. Nein. Nein, es ist nicht so. Nein. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau schafft. Lohnungleichheit, die auch in der Schweiz nach wie vor besteht. Also vor allem in meinem Beruf, muss ich sagen, so in dem Bereich, wo ich immer wieder muss begründen, warum ich jetzt als Frau gleich viel verdienen soll, wie mein männlicher, gleichaltriger Kollege, der keine Familie hat zum Beispiel. Also du kannst später Kinder kriegen, du kannst vorher Karriere machen, aber wenn es dann da ist, bist du eigentlich auf der Stufe von, also da ist deine Großmutter eigentlich teilweise schon weiter gewesen. Ich glaube, sie müssten wieder solidarischer sein. Angstfrei für die Recht oder Menschenrecht oder für die eigentliche Selbstverständlichkeit einzustehen. Da braucht es einfach ganz eine klare kämpferische Haltung wieder auf der politischen Ebene. Da haben Politikerinnen und Politiker auch Verantwortung, visionärer zu sein, fortschrittlicher zu sein und wirklich für Sachen einzustehen. Und wenn man etwas verändern will, dann muss man sich aktiv anders verhalten.